Ich baue mir heute meine eigene kleine Serverfarm auf. Naja, zumindest fast. Wir beschäftigen uns heute mit NAS-Systemen und warum ich jetzt auch eins habe und warum die cool sind. Viel Spaß! Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem vermeintlich sehr trockenen Thema, nämlich das Thema Datensicherung. Aber ich versuche es mal euch in diesem Video schmackhaft zu machen, denn so trocken und so unwichtig ist das Thema eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es in der Vergangenheit sehr unterschätzt, aber ich sag mal so, mein MacBook, was ich jetzt ja ungefähr seit dem Jahr habe, ist mittlerweile eines meiner wichtigsten Arbeitsgeräte geworden. Und wenn da Daten verloren gehen, stehe ich richtig doof da. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich für alle Leute, irgendwo ein Backup von ihrem Smartphone, von ihrem Laptop, von ihrem Computer irgendwo abzulegen, abzuspeichern, damit man es einfach hat, wenn irgendwas passiert. Wenn beispielsweise der Laptop, das Smartphone, sonst irgendwas geklaut wird oder kaputt geht, dann hat man eben dieses Backup zur Hand und kann dann ein neues Smartphone oder auch einen neuen Laptop mit diesem Backup einrichten und hat dort dann eben alle seine Daten. So viel also dazu, warum ein Backup wichtig ist und warum auch ihr darüber nachdenken solltet, das mal irgendwie anzulegen oder euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Dafür ist dieses Video ja auch gedacht. Unter macOS ist es gar nicht so schwer, so ein Backup anzulegen. Es gibt hier ein Tool, das nennt sich Time Machine. Die macOS-User unter euch kennen das vielleicht, aber das ist quasi ein Programm, mit dem man ja einstellen kann, wann ein Backup gemacht werden soll und worauf das gespeichert werden soll. Man kann dafür eine ganz normale externe Festplatte nehmen, so wie diese hier. Ja, und vielleicht erkennt ihr jetzt auch schon den kleinen Haken an der Geschichte, denn man muss sich natürlich selber immer daran erinnern, die Festplatte auch tatsächlich anzuschließen, damit das Backup rübergespielt werden kann. Und ich sag's mal so, ich hatte das in der Vergangenheit eingerichtet, aber dreimal dürft ihr raten, wie oft ich meine Daten gesichert habe. Wir können gerne Oscar fragen. Richtig. Nie. Ich bin tatsächlich einfach viel zu vergesslich dafür, mich immer daran zu erinnern, meine Festplatte anzuschließen. Und deshalb habe ich mir eine viel einfachere und automatisierte Lösung gesucht. Und die habe ich gefunden in sogenannten NAS-Systemen. NAS steht erstens für Network Attached Storage und ist quasi ein Speichergerät im heimischen Netzwerk oder auch im Büronetzwerk, je nachdem, wo ihr das halt stehen habt. Ein Datenarchiv, auf das ihr in eurem Netzwerk zugreifen könnt, unabhängig vom Computer oder auch unabhängig vom Betriebssystem. Man steckt dieses Teil tatsächlich an den Router und ich habe das jetzt mal hier alles mitgebracht, damit wir das auch aktiv zusammen tun können. Natürlich habe ich das schon selber ausprobiert, damit ich auch weiß, wovon ich hier rede. Aber ich möchte euch das einfach aktiv zeigen, damit wir auch alle Bescheid wissen. Ich habe hier ein LAN-Kabel, das kommt in den dafür vorgesehenen Steckplatz und ich kann dieses Teil hier jetzt mit meinem Router verbinden oder auch mit meinem Repeater. Gerade sitze ich in meinem Schlafzimmer an meinem Schreibtisch und hier ist ein Repeater im Raum. Deshalb schließe ich das Teil jetzt da gleich an. Und das Ding braucht natürlich auch Strom. Also habe ich hier ein Stromkabel mitgebracht. Ja, ich mache das mal ganz kurz. Ich glaube, ich brauche ein größeres LAN-Kabel. Längeres. So, das sollte lang genug sein. Ja, das ist lang genug. Dann komm mal wieder hoch hier. Ein bisschen zu lang. Jetzt muss die ganze Kabelei hier irgendwie noch hinter mich. Ich sitze übrigens auf einem Ball, falls man sich jetzt gewundert hat, warum ich hier draufsteige wie auf so einem Pferd. Ich glaube, wir haben alles. Gut. Bevor ich die Kiste jetzt anmache, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Ich habe hier solche zwei Dinger, Einschübe. Das sind zwei Festplatten, die da drin sind. Ich habe mich jetzt hier für, ich kann die einmal ganz kurz rausholen, für zwei 500 GB Festplatten entschieden. So sehen die aus. Boom. Und man könnte jetzt ja annehmen, ah, okay, dann habe ich jetzt 1 Terabyte freien Speicherplatz.
Aber das stimmt nicht so ganz. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, wie viel es dann tatsächlich am Ende sind. So, ich hoffe, es hat gut eingerastet. Klingt gut. Und jetzt mache ich die Kiste mal an. Die braucht eine Weile, um hochzufahren. Und in der Zeit erzähle ich euch mal, was meiner Meinung nach ein vernünftiges Backup überhaupt ausmacht. Ein vernünftiges Backup ist eine abgetrennte Sicherheitskopie, die dann im Notfall wiederherstellbar ist. Das garantiert jetzt hier unser schönes NAS-System oder eben auch eine Festplatte. Eine ganz normale externe Festplatte, wie man sie eben handelsüblich kaufen kann. Auch das ist ja eine abgetrennte Sicherheitskopie vom eigentlichen System. Das Backup erfolgt nur in eine Richtung, also von einem Laptop über das Netzwerk zu diesem NAS oder eben auch vom Laptop zu einer Festplatte oder von einem Laptop in eine Cloud und so weiter und so fort. Die Sicherung sollte nach einem bestimmten Zeitplan ablaufen. Das heißt, ich hätte mir jetzt natürlich auch, ich hole diese Festplatte immer wieder so von der Seite rein. Das heißt, ich hätte mir natürlich auch einen Kalendereintrag machen können, so einmal pro Woche Festplatte anschließen oder so wie ich es eingestellt habe, dass immer, wenn ich das Ladekabel anschließe, wird auch ein Backup auf das Ding draufgeladen. Dann der Punkt, die Daten werden komprimiert abgelegt, um eben Speicherplatz zu sparen. Und das Nonplusultra wären natürlich Brandabschnitte. Man kennt das so von, oder vielleicht kennt man es auch nicht, aber es gibt Brandabschnitte in beispielsweise so großen Serverfarmen, wie man sie von Google, Microsoft, sonst woher kennt, dass da eben ein Backup in dem einen Abschnitt liegt und das Backup, keine Ahnung, wie man es nennt, in einem anderen Abschnitt liegt. Angenommen, das eine Backup brennt einfach ab, weil es da in diesem Raum brennt, dann ist das Backup aber noch da von dem Backup, von dem Computer. Wenn man das jetzt aufs Kleine überträgt, dann könnte ich jetzt noch ein NAS bei meinen Eltern beispielsweise stehen haben. Das heißt, wenn es hier brennt und mein Laptop plus das NAS-System hier abbrennt, dann habe ich immerhin noch ein Backup bei meinen Eltern liegen, weil da auch so ein Ding steht. Das wäre jetzt das Nonplusultra, aber ja, ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Das Teil ist jetzt hier hochgefahren. Ihr seht, alle vier LEDs blinken schön. Vielleicht seht ihr es auch nicht. So, da. Jetzt seht ihr es. Alle LEDs blinken und es gibt jetzt natürlich eine grafische Oberfläche, damit ich das Teil auch steuern kann. Die rufe ich jetzt mal auf, um euch das einfach mal zu zeigen, wie das aussieht, und melde mich mal als Administrator an. Administrator. So, das ist die Oberfläche von meinem kleinen süßen NAS. Es sieht tatsächlich aus wie Windows. Aber halt einfach wie ein ganz normaler Homescreen von irgendeinem Betriebssystem. Ich habe mir hier an die Seite so neumoderner Begriff Widgets hingepackt, damit ich eben sehen kann, okay, wie ist die Speicherauslastung, sind die Laufwerke in Ordnung, wie steht es um die Ressourcen, also CPU und RAM und so ein Scheiß. Abgesehen von den ganzen Daten, die man jetzt hier einsehen kann über dieses kleine süße NAS, habe ich auch ein paar Einstellungen getroffen. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, meine Daten werden beispielsweise immer dann übertragen, wenn ich ein Ladekabel an mein MacBook angeschlossen habe. Und ich habe mir hier auch zwei verschiedene Ordner gemacht. Einmal ein Time Machine Ordner, in dem quasi nur meine Backups liegen, und ein Vera Ordner, indem ich ja Daten abspeichern kann, die ich einfach da liegen haben möchte oder auf die ich quasi noch mal von meinem anderen PC, ich habe ja noch einen Windows-PC bei mir rumstehen, auf die ich von dort aus zugreifen möchte. Denn nicht nur eignet sich so ein NAS-System als Backup-System, als Backup-Lösung, sondern eben auch als Datenarchiv, in dem ich einfach Sachen ablegen kann. So, und mein Problem war halt auch immer, wie kriege ich Daten von meinem MacBook auf meinen Windows-Rechner, und bin dann da halt immer mit USB-Stick rumgerannt und habe die Daten da von einem auf den anderen übertragen, und es war einfach super nervig. Und deshalb kann ich das jetzt auch darüber machen. Ich kann hier beispielsweise einfach eine Textdatei da reinladen und dann von meinem Windows-PC darauf zugreifen und es da wieder runterladen. Ich persönlich habe das jetzt alles nur innerhalb meines Netzwerks eingestellt. Das heißt, das Teil hier hat keinen
Internetanschluss, also kein, es geht nicht über mein heimisches Netzwerk hinaus. Das heißt halt erstens, dass ich nur mit Geräten, die in meinem WLAN drin sind, darauf zugreifen kann. Das heißt aber auch, dass ich nicht von außerhalb darauf zugreifen kann. Also wenn ich bei meinen Eltern rumchille oder bei irgendwo unterwegs bin oder auf Daten darauf zugreifen möchte, geht das nicht. Ich kann das Teil aber auch mit dem Internet verbinden, sodass es quasi wie meine eigene Cloud funktioniert, um dann davon, weiß ich nicht, aus Amerika auch darauf zuzugreifen. Aber das wollte ich nicht, weil man da dann eben auch eine Schnittstelle für potenzielle Hackangriffe, also ich glaube jetzt nicht, dass ich gehackt werde, so interessant bin ich nicht, aber man bietet dann natürlich, man macht es halt so ein bisschen offener und es ist nicht mehr so abgesichert, wie wenn es halt einfach in meinem kuscheligen heimischen Netzwerk ist passiert. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe das Teil jetzt hier mal ausgemacht, weil mich dieses Rattern ein bisschen stört und ich nicht weiß, ob man das auch im Mikrofon hört. Ich hatte ja gerade noch die zwei Festplatten hier vorne angesprochen, die ja jeweils 500 GB fassen. Ich habe hier übrigens auch noch so eine coole Abdeckung. Ah ja, so. Nice. Das Teil ist übrigens Gebrauch gekauft. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass da so ein Apple-Logo drauf ist. Das war nicht ich. Ja, steigt mir nicht aufs Dach deswegen. Also kommen wir zu diesen beiden Festplatten. Ich habe das so eingestellt, dass sich meine beiden Festplatten spiegeln, beziehungsweise die Daten werden darauf gespiegelt. Das heißt, ich habe nicht ein großes 1 Terabyte speicherfrei, sondern nur 500 Gigabyte, nicht Terabyte, Gigabyte. Ich habe 500 Gigabyte zur freien Verfügung. Warum habe ich das gemacht? Warum synchronisieren sich die beiden ständig? Naja, bei so einer externen Festplatte, die kann ja auch kaputt gehen oder verloren gehen und wenn das mein einziges Backup ist, dann ist das halt auch futsch. Fällt hier eine Festplatte aus, dann habe ich immer noch die andere, auf der mein Backup und meine Daten auch synchronisiert wurden, gespiegelt wurden und ich kann darauf immer noch zugreifen. Macht sich halt auch gut, wenn man eine davon austauscht, ne? Also wenn man die jetzt vergrößern möchte. Ich werde jetzt nicht immer bei 500 GB bleiben, weil es ist auf Dauer ein bisschen klein. So viel habe ich ja auch auf meinem MacBook. Wenn ich die jetzt tausche, dann wird die automatisch quasi die Daten von der alten auf die neue gespiegelt und das gleicht sich also immer an. Das könnt ihr aber tatsächlich einstellen, wie ihr das für richtig haltet, wenn ihr sagt, ich möchte den gesamten Speicherplatz ausnutzen, dann macht das gerne. Für mich war es die sinnigste Lösung, das zu spiegeln und meine Daten doppelt abzusichern. So, und ich bin mir sicher, dass einige von euch beim Thema Datensicherung ganz schnell auch an etwaige Cloud-Lösungen gedacht haben. Von Google, Microsoft, Apple, sonst irgendwas anderes. Und da würde ich gerne auch nochmal mit euch drüber reden, inwiefern sich das unterscheidet, was die beiden für Vorteile bieten, also NAS-Systeme versus Cloud-Lösungen. Zum einen behält man ja mit so einem NAS einfach die Kontrolle, also man speichert seine Daten auf einem Speichermedium, das einem selbst gehört und nicht eben irgendwelchen riesigen Unternehmen, wo man auch nicht weiß, was passiert denn damit überhaupt. Das Ding mit der Kontrolle ist halt auch, was passiert, wenn so ein Unternehmen mal einen Serviceausfall hat? Dann kommt man nicht an seine Daten ran. Das ist richtig, richtig blöd und unterschätzt man meistens, weil es ja die meiste Zeit auch funktioniert. Aber wenn es dann halt eben mal nicht funktioniert, dann steht man blöd da. Also man ist immer in so einer Abhängigkeit von diesen Cloud-Lösungen, die diese großen Unternehmen anbieten. Zum anderen kann ich das ja auch beliebig groß skalieren. Ich kann mir jetzt ja hier beliebig viele Terabyte reinpacken. Das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage. Allerdings habe ich hier quasi nur die Einmalkosten und bei Cloud-Lösungen habe ich laufende Kosten. Das heißt, ich zahle bei Apple beispielsweise immer wieder die 10 Euro für 2 Terabyte im Monat, um die nutzen zu dürfen. Und die könnte ich mir jetzt hier einfach einmal kaufen und dann habe ich sie immer. Aber natürlich ist die Rechnung ein bisschen zu kurz gedacht, sage ich mal. Denn ich habe hier natürlich nicht nur
die einmaligen Kosten und dann ist das Ding halt drin, sondern ich habe bei diesem Teil auch laufende Kosten in Form von Stromkosten. Wenn ich das Ding hier 24/7 betreibe und nicht einstelle, dass es sich nachts immer schlafen legt oder so, sondern wirklich 24/7 ballert dieses Teil hier auf Hochtouren, dann sind das auch Stromkosten, die sich bemerkbar machen. Ob man da dann tatsächlich noch günstiger wegkommt als die 10 Euro im Monat für die Apple Cloud, das dürft ihr euch jetzt ausrechnen. Ich glaube schon. Allerdings muss man auch sagen, sie bieten sie ja im einfachsten Stil an. Man kann die einfach nutzen, man geht auf die Seite, man lädt da seine Daten hoch und dann kann man da halt drauf zugreifen. Und die Konfiguration von so einem NAS ist natürlich weitaus anspruchsvoller, als jetzt einfach seine Daten in irgendeine Cloud zu blasen. Und da muss man sich halt schon mit beschäftigen und die Sachen kaufen und das irgendwie alles zum Laufen bringen und einstellen und so weiter und so fort. Also hier ist schon ein bisschen mehr Fachwissen erforderlich, als es jetzt bei der iCloud oder OneDrive oder der Google Drive der Fall ist. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr vielleicht auch so ein NAS zu Hause? Wo speichert ihr eure Backups ab? Und welche Cloud-Lösungen nutzt ihr? Wie gesagt, ich freue mich auf Diskussionen in den Kommentaren mit euch und ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, vielleicht dazu, euch sowas auch mal anzuschauen, vielleicht auch darüber aufklären, wie sowas funktioniert, wie sowas aussehen kann und mir bleibt dann nicht mehr viel zu sagen als sichert eure Daten, ansonsten ist das Geheule groß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und auf eure Daten. Bis dann. Tschüss.